Bretter schlagen nicht zurück, das ist ein bekannter Spruch von Bruce Lee. Und wisst ihr, es ist ein bisschen eine Ironie, dass dieser Spruch so berühmt wurde von einem Mann, der damit berühmt wurde mit Demonstrationen gegen Leute, die ebenfalls nicht zurückschlagen. Ist das nicht? Das ist eine schöne Ironie. Er hat dennoch recht. Er hat recht. Bretter schlagen nicht zurück. Bei Bruchtests, bei Mawashigiri, geht es auch überhaupt nicht um die Fähigkeit der Abwehr. Es geht bei Bruchtest vor allem um die Frage, kannst du durchziehen? Das ist, um was es geht. Kannst du wirklich überwinden? Es geht auch um etwas Technisches, dass du nicht auf die Oberfläche des Gegenstandes schlägst, sondern eben durchschlägst. Und noch wichtiger eben die psychologische Komponente. Getraust du dich? Weil wenn du dich nicht getraust und rückhältst, dann klappt es nicht und dann tust du dir weh. Das Problem bei einem Bruchtest ist, wenn es nicht bricht, dann tut's weh. Okay, unstoppable force, immovable object. Die Verletzungsgefahr ist dann am höchsten, wenn du es nicht schaffst, es zu brechen. Und dafür sind Bruchtests da. Die sind wertvoll. Sind eine coole, wertvolle Methode. Man kann sie auch Spielerei nennen, innerhalb der Kampfkünste. Und ich mag das. Ich mag solches Zeug auch schon. Ich habe es als Kind mehr gemacht und jetzt ewig lange nicht mehr. Und jetzt mir mal die Bretter wieder geholt, weil mir jemand vorgeworfen hat, ich könnte keine Bretter zerbrechen. Da muss ich halt zeigen, dass ich das durchaus auch kann. Und ja, im Gegensatz zu manchen anderen, wir nennen jetzt ihn mal, damit sie nicht verraten, wer es ist, nennen wir ihn Bruce L. Oder, nein, das ist offensichtlich. Wir nennen ihn B. Lee. Im Gegensatz zu diesen Personen zeige ich meine Kampfkraft ja auch sehr deutlich gegen Personen, die ausgebildet sind und zurückschlagen.